Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Weserstadion. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Der ist extrem stark im Abschluss. Den müssen Sie immer im Auge behalten, sonst macht er sein Tor. Wenn ich so 15, 20 Jahre zurückdenke, dann gab es damals Zweifel daran, ob der Fußballboom nicht irgendwann vorbei sein könnte. Heute müssen wir sagen, nix da. Der Fußball wächst immer weiter. Ja, das ist Wahnsinn. Die Menschen lieben den Fußball, egal wo du hinschaust. In allen Ländern, auf allen Kontinenten. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Wenn wir uns die Titellisten der frühen 90er anschauen, dann fehlt ein Name, Eintracht Frankfurt. Und das, obwohl die Frankfurter damals mit den schönsten Fußball spielen. Ja, und das war schon schade, dass es da nicht für den Titel gereicht hat, für den großen Wurf. Das war eine unvergessene Mannschaft mit absolutem Zauberfußball. Kevin Möwald. Eggestein. Leonardo Bittencourt. Milo Drašica. Jetzt wird's gefährlich. Gute Aktion. Milo Drašica. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Eggestein. Guter Pass jetzt. Da ist er zu früh losgelaufen. War nicht zu übersehen, abseits. Luka Jovic. Oh, toller Pass, gute Aktion. Ball ist wieder weg. Was macht er draus? Makoto Asebe. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Sebastian Rode. Ja, das hätte was werden können. Da kommt der Pass. Er spielt den Steilpass. Das muss es sein. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Ecke kommt. Leonardo Bittencourt, Eggestein, stark verteidigt. Da ist jetzt Platz. Philipp Kostic. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Jovic. Gute Aktion jetzt. Da nimmt er ihm den Ball ab, sehr gutes Tackling. Klasse Pass jetzt. Milo Drašica. Maximilian Eggestein. Leonardo Bittencourt. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall.
Abwehr klebt an ihm, aber dennoch gute Ballannahme. Kevin Möwald. Milos Veljković. Und da verlieren sie den Ball. Luka Jovic. Kann er was draus machen? Gutes Anspiel. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Makoto Asebe. So, immer weiter läuft der Ball. Immer weiter. So. Und die Chance. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Jetzt die Ecke. Gute Aktion. Luka Jovic. Makoto Asebe. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Makoto Asebe. Kommt jetzt die Flanke? Makoto Asebe. Milos Veljković. Milo Drašica. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Also das war hier noch nichts im ersten Durchgang. Boah, ein müdes 0-0 zur Pause. Also wir hatten uns da schon mehr erwartet. Er spielt den Steilpass. Das muss es sein. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Leonardo Bittencourt. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. So, immer weiter läuft der Ball. Immer weiter. Und die Chance. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. So, jetzt gehen wir rein in Durchgang 2. Anstoß hat Eintracht Frankfurt. Kostic. Ivan Dika. Sie drängen nach vorne. Guter Aufbau. Sebastian Rode. Jovic. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Toprak kommt hier an den Ball, gut gemacht. Da müssen sie aufpassen. Er spielt bisher unter seinen Möglichkeiten. Buschi, was sagst du? Tja, da haben wir von ihm schon deutlich bessere Spiele gesehen. Steigerung erwünscht und möglich.
Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Toprak. Leonardo Bittencourt. Klasse Pass jetzt. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Maximilian Eggestein. Da muss er aufpassen. Gute Chance jetzt natürlich bei diesem Freistoß. Und jetzt hat er Feierabend. Ordentlicher Auftritt, denke ich. Super Freistoß. Aber kein Tor, da ärgern Sie sich. Das wäre ein klasse Tor gewesen. Das war eine knappe Angelegenheit. Wir sehen es hier nochmal. Der Versuch war richtig gut. Ein Raunen geht hier durchs Stadion, durchaus verständlich, das war knapp. Armin Younes. Der Ballverlust. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Jetzt kommt der Wechsel. Gut gemacht, gutes Tackling. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Füllkrug. Oh, toller Pass, gute Aktion. Milo Drašica. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Die Ecke kommt rein. Ein guter Block hier. Leonardo Bittencourt. Chance zur Flanke jetzt. Maximilian Eggestein. Milos Veljković. Macht er das Tor? So, endlich. Tor 1 in diesem Spiel. Lang genug hat es gedauert. Ja, die Fans waren schon ungeduldig. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sich dieses Spiel noch entwickelt. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und das Spiel war so eng. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es nach 90 Minuten keinen Sieger gegeben hätte. Aber genau danach sieht es natürlich jetzt aus. Das könnte der entscheidende Treffer gewesen sein. Er spielt den Pass auf den Flügel. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Milo Drašica. Kommt jetzt die Flanke rein? Ball im Aus, klasse Zweikampf. Einwurf jetzt.
Oh, jetzt werden sie wechseln. Ist das spannend. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nichts. Kann er was draus machen? Die Gelegenheit für die Flanke. Gute Aktion. Abwehr hat aufgepasst. Eine Minute noch. Die Chance auf den Konter. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Super dazwischen gegangen. So, das war's für heute. Die Gäste haben dieses Spiel also verloren. Sie müssen sich weiter verbessern. Das war bei dieser knappen Niederlage heute nicht zu übersehen. Und ich bin sehr gespannt, wie der Coach im nächsten Spiel reagiert. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Er spielt den Steilpass. Das muss es sein. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Leonardo Bittencourt. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. So, immer weiter läuft der Ball, immer weiter. Und die Chance. Boah, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Super Freistoß. Aber kein Tor, da ärgern sie sich. Das wäre ein klasse Tor gewesen. Das war eine knappe Angelegenheit. Wir sehen es hier noch. Ah, toller Pass, gute Aktion. Milo Rashica. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Milos Veljkovic. Macht er das Tor. So, endlich. Tor 1 in diesem Spiel. Lang genug hat es gedauert. Ja, die Fans waren schon ungeduldig. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt.